Komm, wach auf, Liebes. Wie geht's ihr? Alles bestens. Du holst sie heute Nachmittag ab, ja? Na klar, heute ist mein Tag. Ach. Du hast mir so gefehlt. Du hast mir auch gefehlt. Wieso vergeht die Zeit so schnell, wenn ich mit dir zusammen bin? Die Zeit vergeht im Flug, wenn wir Spaß haben. Zoe! Zoe! Wo ist sie jetzt? Sie müssen sie notoperieren. Sie hat eine Hirnblutung. Was? Ich habe nochmal mit dem Arzt geredet. Er sagt, die Blutung hätte vor allem in der Nacht stattgefunden. Was können wir tun? Gar nichts. Aber du warst es doch, die immer gesagt hat, wenn es keine Hoffnung mehr gibt, muss man weitermachen. Mir ist was Schreckliches über dich klar geworden, nachdem sie geboren war. Du ordnest alles deinen Bedürfnissen unter. Du meinst, weil ich ein Jahr nach der Geburt wieder anfangen wollte zu arbeiten? 6 Monate! Und wenn schon? Ich würde nicht aufgeben. Sie ist tot. Hör auf dein Herz, Isabel. Ich dachte nur, wir helfen uns dabei, sie loszulassen. Ich werde sie nie loslassen. Dr. Perron? Ach, Dr. Fischer. Schön, Sie wiederzusehen. Also, was kann ich für Sie tun? Es geht um meine Tochter. Sie starb vor 2 Tagen. Ich kann Verstorbene nicht zurückholen. Haben Sie da keine moralischen Bedenken? Nein. Selbst wenn es funktioniert, wäre es noch immer nicht Sie. Ihre Haarfarbe, Ihr Lächeln, selbst Ihre Vorlieben und Abneigungen, das ist alles in unseren Zellen festgelegt. Frauengespräch? Ja. Ma Zoé est si gentille que tout le monde l'aime. Ma Zoé, elle lui souhaite une belle vie.